kriegst auch noch eins, ne? Ja, so. Du bist ja immer mit. Wer kriegt's jetzt? War das Blutwurst? Könnte es sein. Wir können dir aber noch einen Hühnerhals geben jetzt auf dem Weg, oder? Ja, okay. Ich erlebe einfach immer nur die Freude der Hunde, wenn sie hier ein Leckerchen kriegen, ja, und dann an der Theke stehen, voller Erwartungen, dass sie jetzt auch irgendwas rübergereicht bekommen, und bringt mir persönlich einfach viel mehr. Also ich habe da ein besseres Gefühl, sage ich ganz ehrlich, ne? Und die brauchen auch das Fleisch, ja, es ist nun mal deren Ursprung, und wir könnten viel mehr auf Fleisch verzichten. Das sage ich, obwohl ich Metzger bin, aber ich habe da schon jetzt einen bewussteren Umgang mit dem Fleisch, ne? Also hier habe ich exakt den Einfluss darauf, was ich für Ware da habe, und die wird auch zu 100% fast verkauft. Ja, da fällt also wirklich so gut wie gar nichts ab, was in die Mülltonne letzten Endes landet, ne? Das finde ich absolut wichtig, weil ein Tier ist nicht irgendwie ein Stück Plastik, sage ich immer, ne? Sondern ist ein Lebewesen, da muss man auch respektvoll mit umgehen, auch nach dem Tod. Und das war für mich super entscheidend für das Ganze. Ne? Freundin hat einen Hund, der hat immer Durchfallprobleme gehabt mit Dosenfutter und mit Trockenfutter. Der ist sehr gesund, seit er gebarft wird. Wir haben einen alten Hund auch, der verträgt das nicht so gut. Das muss man ausprobieren. Grundsätzlich finde ich alles, wo ich sehen kann, was es ist, besser als Trockenfuttermischungen oder auch Dosen, die ja oft unangenehm riechen, wenn man die aufmacht. Kann man auch gar nicht, das sag ich ganz ehrlich, kann man gar nicht scheiße sagen.